Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Im letzten Part haben wir die Mission beim Wolkenhort begonnen mit Sia und halt noch fast verkackt. Aber nur fast. Und dann haben wir das Blatt schnurstracks... What the hell? Schnurstracks gewendet. Darkness! Und Fall wird jetzt sterben. Woods. Auf Wiedersehen, Fall. So. Haben nur drei Festungen nachher gefüllt. Und wir hatten eigentlich schon alle. Jetzt gehört das Land in den Wolken mir. Dö. Erlaubt mir, diese Welt für euch zu beherrschen. Nein. Wie wahrscheinlich wird das Erscheinen des Helden mit 300%? Ich werde warten. Dö. Die Wahrscheinlichkeit des Helden erscheint. Mit recht 100%. Ja, fei. Okay. Darklings. Do what you can. Wie fies sie einfach da reinguckt immer. Scheiße, sie hat mich schon wieder aufgeschlitzt. Ach ja, schlicht. Biff. Du. So, schon wieder Zauberstab der Zeit, Pleitenrapier, Drachenbein. Wow, wir kriegen so viel Zeug. So, dann gibt es jetzt anscheinend nur noch eine Mission, laut dem, was ich gelesen habe. Rhaenel-Schlucht. Ich gehe erstmal in den Bazar. Guck mal, wie viele Charakter hier sind. Aber mit dem nächsten DLC kommen anscheinend nochmal drei Charakter. So sieht das auf jeden Fall für mich aus, dass hier nochmal drei Charakter an die Seite kommen. Das kann gut möglich sein. Verbessern wir erstmal Sia. Sagt es Sia. Ah, guck mal. So. Kombo-Angriff mit Zepter. Irgendwas Neues hier? Nee. Ich gehe mal in den Trainingsraum. Ich level sie ein bisschen auf. So bis Level. Ja, komm, Level 15. Weil ich nicht weiß, was in der Rhaenel-Schlucht passieren wird. Aber das ist ja direkt hier nach. Und da war Link. Okay. Bin ich jetzt aber mal gespannt. Materialbonus. Nee, Kombo V. Oh, ich muss mich muten, ich vergaß. Oh, nee. Link and his allies had defeated Wizro, Zant and Girahim. Sia's hopes were fading. Meanwhile, Ganondorf was making his way to the Valley of Seers to wrest the Triforce of Power from her hands. Sia had few options remaining. Desperate to win at any cost, she tapped into her very life force to bolster her magic. Sia knew this would cost her her life. But victory was now worth any price. Woher kommt auf einmal Link und so? Warte mal, was sind das? Das sind Riesenmonster da noch. Okay. Rhaenel-Schlucht. Ich werde dir die Macht des Teufels niemals überlassen. Sei! Diese Macht ist zu viel für dich, Gomas. Erobert ihre Festung. Ernsthaft? Zack. Oder die Festung vor den Ruinen sind wir erledigt. Verteidige sie bis zum letzten Atemzug. Hey, Goma. I'm your enemy. Yes. Zack, komm her. Und Fritz, also ich kümmere mich um den Osten. Den Westen überlasse ich dir. Ich bin gerade im Osten, oder? Nee, geh bitte nach Westen. Ich bin hier schon. Ich regel das hier, bitte.
Außer ich bin schnell genug. Dann kann ich beide schnell töten. Außer Gummer stirbt dadurch jetzt nicht. Was ich bezweifle. Doch! Ha! Schnell! Sia, flieg schneller. Ein der Gummers wurde besiegt. Besiege den anderen Gummer. Ich bin auf dem Weg. Oh, das... Was? Willst du mich dumm natzen gerne im Dorf? Ach komm. Hier, auch noch mal Handler. Zerstört dieses Unkraut. Hier bin ich. Pyroma, halte mal Handler auf. Zack. Pyroma, ich mach Handler auf. Und Fritz, das, meine Wunden sind noch nicht verheilt. Und ihr behandelt mich wie ein Laufburschen. Tu, was ich sage, Pyroma. Hör auf zu jammern. Zack. Tot. Gendos, man, das war schon mal, wie man so spielerisch zu beherrschen. Wenn du mich jetzt verratest, ne? Dann schwöre ich, du wirst nicht mehr lange leben. Hey. Scheiße, Mann. Hier, los. Jetzt haben wir die Gelegenheit für einen Gegner. Pyroma, stürzt sich auf sie. Nein, nur einer ist mit ihnen, aber Ganondorf. Traitor. Was habe ich dir dazu gesagt? Dann führe den Beweis und besiege sie. Geh hinter mir weg. Traitor. Ich werde euch nicht enttäuschen. Verdammt. Ihr bärmisch Kreatur, für deinen Verrat verdienst du die Auslöschung. Besiege Pyroma. Darf ich erstmal mal Handler töten? Danke. So, tschüss. Und los! Pyromas Magie wird nicht lange halten. Zuerst müssen wir uns um unser Hauptquartier kümmern. Besiege die... Ja, hi. Mandler wurde besiegt. Ja, ein Glück. Obwohl die am in der Nähe des Hauptquartiers sind schlimmer. Was? Oh, wir haben drei Dunkellings. Achso, sie hat sie gerade beschworen. Auch wenn mich meine Diener verraten, der Held wird mich beschützen. Diese Närrin hat so viel ihre Magie verbraucht, dass sie den Verstand verliert. Es gibt für mich keinen Grund mehr, ihr zu folgen. Ich kann mir nur noch einen würdigen Gegner suchen. What? Achso, er greift jetzt Gendorf an. Ja, das ist okay. So. Du wirst erledigt. Dö. Wolle greift jetzt also Ganondorf noch an. Okay. Was zur Hölle ist hier los? Hier ist einfach so viel los. Hilfe! Ich bin gerade gar nicht richtig klar. Wolle greift Ganondorf unbarmherzig an. Darf der fliehen? Ja. Ich fordere dich raus, Ganondorf, kämpfe gegen mich. Ich soll dir also zeigen, wo dein Platz ist. Anscheinend. Kann sein. Wer weiß? Gerne auf eine finstere Barriere errichtet. Was eine Falle! So, hier. Folger, du Idiot.
Drei der Frostschwärmer wurden besiegt. Unsere Monster fallen wie die Fliegen. Ja, wir brauchen einfach mehr von ihnen. Auf Büro, mach auf! Warum, warum? Why are you betray- Oh, diese Monstermasse. Brütz! Die Ostersuche steht kurz davor zu fallen. Ja, ich kann nicht alles. Gegen diese Weile komme ich nicht an. Ich werde mich vorher jetzt zurückziehen. Okay. Tu das. Hey! Was geht? Krasser Schieb. Ich habe beschwör halt noch ein paar. Habe ich nichts gegen. Obwohl, doch, habe ich. Der schwächt sich jetzt immer mehr. Ist halt ein Idiot. Ein richtiger Idiot. So. So, komm. Hier. So, und danach kümmern wir uns um Pyroma. Und zwar genau jetzt. Was? Du bist nicht tot? What? Jetzt aber. Okay, Pyroma. Hi. Verräter werden bestraft. Und zwar richtig. Komm her. Was? Dunkelling ist im Bedrängnis? Hier. Das bist du nun selber schuld. Wow, der Mann kann ja mehr. Ganz schön feige von dir. Hier. Wo ist er hin? Ja, natürlich. Glitch dich wieder nach da. Wie viele noch Frostschwärmer sind da? Ah, ich hoffe, die verschwinden, sobald Pyroma tot ist. Dass Linke und Zelda aber auch noch nicht hier sind, das verstehe ich nicht ganz. So, tschüss. Pyroma wurde besiegt. Nein, ich will nicht wieder in den Ring. Doch. Genau, was? Oh, come on. Genug des Geplänges, wir nehmen jetzt uns jetzt die Ruinen. What the? Hi. Hi, Gandalf. Was geht denn? Und er lacht sich wieder am Arsch. Das ist der Gen, auf den wir kennen. Was? Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch so viel an Reserve hat. Denkst du es? Du kümmerst dich um den Schutz des Hauptquartiers, Volker, das ist dein Befehl. Achso, das war keine Frage. Warum soll ich noch gehorchen? Ich tue und lasse, was ich will. Ach, Volker, bitte. Du da nichts Unüberlegtes. Das sind zu viele, wir können nur unmöglich noch gewinnen. Sag niemals nie. Großvater vergibt uns, wir müssen uns zurückziehen. Nein! No! Am Ende steht er alleine da. Oder wie? Ich hab noch den Helden auf meiner Seite, wenn ich noch ein paar
ihn noch ein paar Mal beschwöre. Lana? Wir reißen dich zusammen, du darfst deine Magie nicht so verschleudern. What a twist! Lana, was tue ich hier? Och, dennoch, ich muss ihn besiegen. Ich werde dir helfen, gemeinsam können wir Ganondorf besiegen. Aufhalten. Ist dasselbe. Gut und böse verbinden sich gegen mich, aber sei es so, zwei Fliegen mit einer Klappe. Lana hilft. Ich muss erstmal alles wieder einnehmen. Das kann ich so nicht. Ganondorf wird immer stärker. Wir müssen ihn schnell besiegen. Ja, aber wie? Besiege Ganondorf. Ganondorfs Hauptquartier wird von einer Finsterbarriere geschützt. Wir brauchen dafür eine Fee. Lichtmagie soll die Finsternis aufnehmen können. Hilf mir bitte. Die Bedingungen von Indigo haben sich geändert. Okay, Lana. Lana darf nicht fliehen und das Hauptquartier darf nicht fallen. Richtung fallen das Hauptquartier vor. Okay. Es dauert ja eh erstmal eine Weile. Kann ich da oben beschützen erstmal schnell. Oh wow, was ist mit meinem Sound los? Dö. Oh gosh. Diese Kraft unglaublich. Sei ruhig, Volker. Du drehst auch ein bisschen am Rad, so ein bisschen. So. Los, Links. Töte sie. So. Ich kann ihn mir gefühlen, aber es reicht noch nicht. Nicht, dass er sich gleich einen Gen digitiert. Genau, digitiert. Ich digitiere zu Gennen. Level Mega. Attacke. Scheiße sein. Sei. Ah, sind nicht alle gegangen. So. Komm, geh sterben. Da muss ich auch noch einen Frostschwärmer aufhalten. Ach nee, das ist ein anderes Monster. Egal, du wirst aufgehalten. Gut. Wow, mein Sound ist tot. Wow, was ist da los? The hell? Hä? Ich frage mich gerade ganz ehrlich, was mit meinem Sound los ist. Das sah mir ganz komisch aus. Das hat er nie gemacht. Das ist ganz komisch. Evermedia, please. I don't have enough money for a new TV card. Wer ist hier? Ist das Volga? Volga. Nee, das ist Dunkellink und Volga. Good job. Töte den Festungskommandant, ich gehe mit dem Lana mit. Material. Gut. Lana, we are coming. Ich helfe dir. Schalte die Gegner von dir weg. Lauf du weiter. Zack. Hot. Ich hab den doch da oben getötet. Bam. Wow, meine Framerate spricht gerade richtig zusammen. Und ich weiß nicht warum. Meine externe Festplatte ist so gut wie leer, weil ich habe nicht mehr aufgenommen. Nee, nichts mehr. Ich meine, ich hatte alles auf Vorrat. Da war ich ein bisschen faul. Lauf weiter, Lana. Ah, der hält sich doch ernsthaft bei dem auf. So, tschüss. Meine Westruinen fallen nicht. Die, Monster. Rampage. Sound, please.
Dass Lan uns aber jetzt hilft, das finde ich richtig cool von ihr. Es ist doch sowas, was wäre wenn und so alles. So, komm her. Du gehst bestimmt da lang, wo hier der Drache ist, ne? I got this, Lana. Geh weiter. Autsch! Die! Gut! So, Lana? Was tust du da? Hältst du wieder einen Stahlfuß auf? Was ist los? Wollt ihr mich nicht besiegen? Wir sind auf dem Weg. Also mach dich nicht lustig über uns. Los, Lana, schneller. Gotta go fast. Sonic Speed. Da ist er. Ha. Meine Magie wird die Fenster des vertreiben. Nee. Dann mach mal. Swoo. Hi, Gendorf. Wow, ich habe keine Erfindung.